Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Dungeon Run von mir. Mal wieder in den Nebeln von Tirnaschgiet, aber ein 15er und auf meinem Furorkrieger. Und es ist endlich geschafft, denn das war mein letzter 15er Time, den ich noch gebraucht habe für das Achievement und natürlich auch für das Mount. Und das ist natürlich dann hiermit geschafft. Also ich greife vorweg und spoilere, haben die den Time gespielt. Ja, und werde jetzt hier natürlich wieder ein bisschen was zum Dungeon sagen, auch mal mehr jetzt aus der Sicht vom DD, da das meisten Videos von mir ja mehr immer vom Paler sind als Tank. Aber mein Main ist ja eigentlich hier mein Vari und da möchte ich natürlich auch noch ein bisschen was zu sagen. Und wir gehen natürlich so, dass wir beim ersten Boss dann auch Pride haben, heißt wir skippen eine Gruppe, das sollte man sowieso immer machen, da die Prozente meist reichen. Und für den Boss ist es immer nicht verkehrt, Pride mit zu haben. Bei Verstärkt, ja, kann man vielleicht auch Pride für die zwei Boys da vor dem ersten Boss mitnehmen, aber muss nicht. So, hier weiß ich als Tank, dass diese Seelenspalter schlimm sind für den Tank. Daher werden wir da die auch fokussen, wenn möglich auch mit Stun unterstützen und hier alle runterhauen. Wie man sieht, habe jetzt in der Kombination mit dabei einen BM-Hunter, keinen Marksman, BM-Hunter und kann zwischendurch natürlich auch gut Schaden reinhauen. Ein Monk als Tank, dritter DD ist ein Gebrechenshexer und als Heiler haben wir ein Diszi. Also so ein bisschen, nicht komplett, aber ein bisschen außerhalb der Meta, was ja auch vollkommen okay ist, wie ihr wisst bei mir. Ja, und als Krieger, ich mag es auf jeden Fall, dass der immer konstant guten hohen Schaden fährt. Er hat jetzt nicht dieses Burst-Potenzial, wie jetzt, keine Ahnung, Fire Mage oder... Wie gesagt, beim MM-Hunter ist ja auch, wenn alles da ist, kann der auch ordentlich reinhauen. Das hat jetzt nicht, klar, haben wir Tollkühnheit und Klingensturm, aber das ist einfach nicht vergleichbar mit anderen Fähigkeiten bzw. anderen Klassen. Dafür, wie gesagt, dauerhaft hohen, guten Schaden. Ihr seht es dann auch immer in den Kämpfen. Also rechts unten ist ja Details und die oberen beiden Fenster zeigen den Schaden an. Das linke Fenster den aktuellen Kampf und das rechte Fenster dann den gesamten Dungeon. Und hier jetzt natürlich, klar, mit Klingensturm und Tollkühnheit zusammen, da habe ich dann schon mal etwas mehr DPS, aber auch ohne, wenn ihr da ab und zu drauf achtet, ist der Schaden auf jeden Fall nicht zu verachten aus meiner Sicht und ja, macht auf jeden Fall die schnelle Spielweise immer Spaß. Ja, und eigentlich fallen die Mobs hier auch recht schnell, wie gesagt, ist ja auch Tyrannischkeit verstärkt, sodass der Tank hier nicht so viel Probleme hat, wobei bei den Gruppen natürlich schon ein bisschen mehr Schaden bekommt. Die Seite ist hier auch auf, wir holen uns wieder den schönen würzigen Wertepilz, um natürlich hier Stärke zu erhöhen. Das nehmen wir gerne mit. Jetzt machen wir noch die zwei Ads und dann kommt da gleich Pride. Falls ihr euch wundert, wie wir jetzt eigentlich an der Gruppe vorbeigekommen sind, wir haben ja einen Priester dabei und der kann, fragt mich jetzt gerade nicht, wie das Spell heißt, aber bei Gegnern, die den Agro oder die Sichtweite, den Radius verringern auf 10 Meter, dass die nur noch 10 Meter weit sehen können zum Beispiel, also nur noch alles, was in 10 Meter Reichweite ist, angreifen und, oder 8, also auf jeden Fall verkleinern die das, sodass es reicht, dass man da an der Seite vorbeirennen kann, das hat quasi der Priester gemacht, weil wenn wir vom Monk die Paralyse nehmen, dann ist man wohl im Fight und gleiches gilt für die Eisfalle, wenn man vorbeirennt, ist man trotzdem in dieser Sichtweite und wäre dann im Kampf und das ist ja nicht das Ziel und dadurch brauchen wir den Priester, ich als Krieger kann da ja sowieso nichts machen. Man kommt aber, das hatte ich auch schon mal einmal machen müssen, als ich hinterher gerannt bin, als ich mal gestorben bin, mit dem Schattentor vorbei von den Wind hier. Also das würde noch klappen, das reicht von der Reichweite her, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. So, die beiden liegen jetzt, bei den beiden, vorher vielleicht nochmal kurz zu denen, immer ein bisschen moven, weil diese Stacheln aus dem Boden kommen, indem man Schaden bekommt und geslowt wird. Und dann, wenn die das Stampfen machen, kommt da großer AOE-Schaden rein. Das sollten sie natürlich möglichst nicht machen, wenn sie wütend sind. Oder zum Glück haben wir einen Hunter dabei, der kann dann durch den einen Schuss hier den Wutzustand entfernen. So, und jetzt mit Pride natürlich zum Boss. Ziel erstmal immer unsere schöne, was ist erstmal den Kick, hier unser schöner großer Baum. Oder was auch immer es darstellen soll. Auf jeden Fall hauen wir den ja immer zuerst runter, damit dann der eigentliche Boss diesen Schadensbuff bekommt. Und wir ihm mehr Schaden machen. Und falls ihr das gerade nebenbei in der Leiste gesehen habt, dieser Schattenblitz oder Schattensalve, was, wie heißt das, was er castet? Geistblitz, glaube ich, wenn ihr das richtig gesehen habt. Der
Geht zu Spell Reflecten. Das ist auch wieder ein Vorteil im Krieger, den man manchmal ja nicht unterschätzen sollte, dass ihr mit eurem mit eurer Zauberreflexion vieles an Schaden zurückschmeißen könnt oder zumindest wenigstens komplett vermeiden könnt. Also nicht nur hier diesen Blitz, den man sogar zurückschleudert. Irgendwann visiert er mich nachher nochmal an. Da sieht man das auch schön, wie dieses bläuliche, lilane Blitzlein zurückfliegt. Dann, ich sag dir nochmal Bescheid. Aber zum Beispiel auch, jetzt kommt natürlich gerade die Burstphase, aber zum Beispiel auch in Spitzen des Aufstieges, der dritte Boss, dieser Goliath, der macht ja auch so eine so einen Schuss auf jemanden. So, jetzt muss ich noch kurz warten, weil ich glaube, gleich kommt das. Genau, jetzt werde ich anvisiert. Und da sieht man ganz leicht den Blitz zurückfliegen. Kann er nochmal kurz zurückgehen. Mach das mal ein bisschen langsamer. Ich habe jetzt die Zauberreflexion an, merkt, dass er mich anvisiert. Und da geht es rechts gleich zurück und verursacht ein bisschen Schaden, ist jetzt nicht der Rede wert. Aber wie gesagt, ruhig immer nutzen, warum nicht? Ja, und dann geht es jetzt hier ganz normal weiter runterhauen. Ja, und dieser Goliath, wo ich gerade war, im Spitzen des Aufstiegs, der dritte Boss, der schießt ja auch manchmal random auf irgendeinen Spieler was drauf. Das könnt ihr auch vermeiden als Krieger, indem ihr Zauberreflexion zieht. Dann bekommt ihr davon gar keinen Schaden und das natürlich in einer Tyrannisch-Woche Gold wert, weil das doch schon recht hohen Schaden macht. Und hier, ja, hauen wir jetzt noch ganz normal erstmal den das Bäumchen wieder runter, denn der normale Boss kriegt nämlich einen mit der Zeit immer einen Buff, dass er weniger Schaden bekommt. Und wenn der noch nicht so viel Life verloren hat, dann macht es keinen Sinn, auf den Boss zu gehen, sondern erstmal weiter auf hier auf das Add. Und ihr seht auch in der Schadensanzeige, dass ich hier gut mit den beiden Klassen auch mithalten kann. Einfach weil vorher ich nicht so cooler und abhängig bin. Also als Krieger könnt ihr, wie gesagt, immer recht gut die ganze Zeit Schaden fahren, während die anderen beiden dann auf ihren ihre Cooldowns gewartet haben für die Phase, was ja vollkommen okay ist. Da haben sie dann aufgeholt und so sind wir jetzt alle recht gleich auf. Also wirklich guter Schaden natürlich zusammen mit Hero und Pride, aber so, dass wir ihn hier in zwei Phasen runtergespielt haben und damit weitergehen können. Dann kommen wir jetzt zum schicken Labyrinth und da markt auch schon jemand hier die Nebelruferin, damit man sieht, wo sie lang geht. Dann müsst ihr nämlich das Ratespiel gar nicht machen, also zumindest am Anfang nicht, sondern jetzt wissen wir schon, sie ist links lang gegangen und müssen jetzt nicht extra noch das Ratespiel machen. Jetzt auch mittlerweile, wie ihr auch an der Seite seht, ein Add-on dafür, was auch super funktioniert, wenn andere das mit nutzen. Also da geht man dann an die Form ran und klickt das dann ab. Und ja, entweder wenn ich das klicke, dann wird es angezeigt, oder wenn jemand anders das abklickt, das passiert gerade, dann ja, sehe ich das auch und er zeigt dann eben die richtige Lösung an. So, das habe ich jetzt zum Beispiel abgeklickt. Ihr seht rechts, das ist so ein bläulicher Rahmen und wenn das jemand anders aus der Gruppe anklickt, dann ist es so ein gelblicher Rahmen, dass man auch weiß, wer hat was jetzt ausgewählt. So, das hat jetzt gerade aber gar keiner angeklickt. Auch gut. Kann natürlich sein, dass einer auch ein anderes Add-on hat, dann funktioniert es natürlich nicht. Wenn aber alles gleiche Add-on haben, dann passt es. So, und hier der, hier markiert jetzt nebenbei auch immer schon mit dem Weg oder wer auch immer da vorher lang gegangen ist. Wir hauen jetzt hier die Gruppen ganz normal runter. Hier ist eigentlich auch nur zu beachten, pass auf, dass er nicht vor dem Sperrhagel steht. Der Healer muss ein bisschen was die Cursen. Wir sollten die Heiler, hier diese Hüter, auf jeden Fall kicken, dass die ihren hier nicht durchbekommen. Ja, wie gesagt, hier beim Sperrhagel nicht drinstehen, eventuell mit Stun, damit welche, die jetzt da gerade drinstehen, nicht zu viel Schaden bekommen. Da kommt jetzt gerade die Weitpflege, also der hier gekickt und fertig. Dann ist es auch nicht so schlimm. Im Notfall könnte es der Priester natürlich auch runternehmen dann. Oder der Hexer müsste es ja auch mit seinem Mana-Pirscher da klauen können. Ja, und dann gibt es eigentlich hier bei den Gruppen sind jetzt nicht so schlimm, finde ich. Dieser, ist das schon der Fuchs? Bin mir gerade nicht sicher. Irgendeiner springt auch immer zu zufälligen Spielern, gibt da so einen Dot. Ja, die ein bisschen gegenheilen. Aber wie gesagt, solange man nicht direkt vor den Ads steht, ist eigentlich alles gut. Und nicht in diesen AOEs drinstehen, wenn die diesen Kreis um sich drum herum haben. So, jetzt habe ich was dispelled werden muss. Wurde dispelled. Da macht jetzt einer dieses Toben, da eben auf Range stehen, damit man nicht weggekickt wird oder eben Stun, sodass er damit aufhört, so wie ich das jetzt gemacht habe. Da kommt wieder eine Weitpflege. Und jetzt wieder einfach weiter Schaden rein. Jetzt sind natürlich wütend, man dadurch etwas mehr Schaden,
Aber wie gesagt, sie sind jetzt nicht so schlimm wie die ersten Mobgruppen. Also da diese Seelenspalter, die sind wirklich, zumindest aus der Sicht des Tanks, übel. Und dann kommt jetzt Pride. Was wir natürlich für die nächsten Gruppen dann auch mitnehmen. Beziehungsweise können wir hier, glaube ich, auch einen Weg lang, wo eben diese einzelnen Mobs sind. Da haben wir ja entweder diesen Frosch, der den Zungenschlag macht und irgendwo hinspringt. Oder eben diesen Drachen, den man aus seiner Fläche rausziehen muss und der so einen Strahl nach vorne macht. Oder eben die Hydra mit ihren Giftflächen auf dem Boden. Oder die dann noch... Und, nee, nicht oder, sondern manchmal macht sie solche Giftflächen auf dem Boden und macht diesen Dreifachbiss auf den Tank, den er einfach outragen kann. Und da ist er auch. Die Hydra, Pflanzenhydra, whatever. Und eine Nebelschleier nach der Hütte. Ja, ja. Genau, die macht jetzt gleich diesen Dreifachbiss. Dann sage ich nochmal Bescheid. Genau, jetzt kommt erstmal die giftige Entladung. Da müssen wir einfach nur ausweichen. Ich glaube, da hat der Monk jetzt gedacht, das kommt. Jetzt kommt der Dreifachbiss. Das kann einfach outrangen. Seht ihr, geht weg. Trifft auch keinen Spieler in der Nähe. Das wäre sonst fatal. Aber visiert nur den Tank an. Wenn er weggeht, dann kann er den Schaden vermeiden. Und dann ist die ja auch nicht mehr schlimm. So, hier geht es der Weg lang, haben zwei gleichzeitig das gemacht. Hier hat auf jeden Fall einer mit benutzt, der auch das gleiche Addon hat wie ich und einer, der ein anderes Addon benutzt hat. Okay. So, dann die Gruppe jetzt noch ganz normal spielen. Wieder hier alles kicken, was zu kicken geht. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn zwei dabei sind, die heilen können. So wie hier. Jetzt haben wir hier mit vier gearbeitet. Jetzt nochmal war normaler Kick auch ready. Nur damit Hauptsache der hier nicht durchkommt und das nicht zu lange hier dauert. Bei Inspiriere zum Beispiel, wenn die Wochen sind, da muss man natürlich schauen, dass man die möglichst entweder auseinanderzieht, einzeln spielt, wie auch immer irgendwas macht, damit man da nicht zu lange an den Mobs kämpft, die eben diesen hier drauf haben, den Hot. So, die Nebelruferin, die ist auf Tyrannisch jetzt auch nicht so schön, zieht sich ganz schön durch diese Spielphasen. Man hat den Völkerball, da ganz normal ausweichen, dann kommt ja zwischendurch der Fuchs und das Klatschspiel, was immer nur der Tank kicken kann. Ja, also wenn ihr mal merkt, dass ihr auf einmal Aggro von der Nebelruferin habt und der Tank ist aber noch am Leben, dann hat er einfach nur das Klatschspiel nicht gekickt, aber ich glaube auf der Stufe bin ich da auf jeden Fall schon mal dran gestorben, weil ich es nicht gekickt hatte. Also als Tank. Also da, ich glaube mit bestimmten Stufe und auf Tyrannisch haut es dann den Tank einfach rum. So, da kommt jetzt das Klatschspiel, wurde gekickt und jetzt geht das erste Ratespiel los. Hier nutze ich das Addon nicht mehr, sondern guck einfach nur, wir haben nur eine Blüte. Da geht's hin. Muss jetzt nur aufpassen, dass der Fuchs nicht zu uns kommt. Der ist jetzt in der Eisfalle. So, und jetzt haben wir die hier runter. Die Phase ist natürlich immer nicht so schön für den Healer, da viel AOE reinkommt. Und wenn das falsche Spiegelbild da getötet wird, dann kommt nochmal massiver AOE-Schaden rein. Plus den Fuchs, der irgendwie rumrennt. Plus der Tank muss gucken, dass er das Klatschspiel zwischendurch auch kickt. Aber für uns die Idee ist immer einfach darauf achten, welches Spiegelbild muss angegriffen werden und den Fuchs im besten Fall nicht aus seinem CC rausholen. Wie jetzt gerade. So, jetzt habe ich einen Stun aufgeschmissen. Gefiert ist er jetzt auch. Bebend auch natürlich immer aufpassen. Da wurde das Klatschspiel wieder gekickt, ganz normal vom Tank. Den Völkerball immer ausweichen. Und jetzt kommt wieder das nächste Ratespiel. Jetzt wieder gucken. Wir haben nur eins ohne Kreis. Das hier diese leere Blüte. Ist natürlich jetzt blöd, dass der so nah am Boss dran steht, der Fuchs. Aber hab jetzt soweit keinen Wirbelwind, sodass ich ihn da auch nicht treffe. Klatschspiel wieder gekickt. Da muss der Tank, wie gesagt, immer drauf achten, sehr wichtig. Der Völkerball kann man eigentlich ganz gut ausweichen und ich glaube, der macht jetzt keinen One-Hit. So, der Fuchs kommt wieder. Ah, da wurde wieder die Paralyse rausgeholt. Ich weiß nicht, wer mal mit Schaden drauf macht. Aus der Dings auch rausgeholt, aus der Eisfalle. Vielleicht ist auch ein Dot vom Hexer übergesprungen, kann natürlich sein. So, und bei 10% geht ja doch mal das letzte Mal das Ratespiel dann wieder los. Schaffen wir jetzt ja nicht in der Zeit, das runterzubürsten, also nicht auf Tyrannisch auf der Höhe. Und da geht's wieder los. So, wieder nur eine Blüte. Da springe ich dann hin. Ich habe das Gefühl, dass die anderen ein bisschen verloren waren ohne ihr Addon. Weil so schnell alles abklicken geht wahrscheinlich nicht.
Ein bisschen Achter ist jetzt bei mir hier durch Spade Plates, dass die genau über dem Symbol sind. Da muss ich mal noch schauen, ob man es vielleicht anders darstellen kann. Dadurch erkenne ich die immer erst ein bisschen spät. Aber wie gesagt, es klappt ja auch so. Klatschspiel nochmal kicken, letzten Prozent runterhauen, einmal ausweichen. Hier hat sich nochmal kurz verabschiedet, ist halt nicht schlimm. So, Boss liegt. Jetzt warten wir, dass der Nebel dann weg ist, dass wir natürlich runterspringen können. So, und hier ist es natürlich für mich auch gut vom Schaden her. Ich muss nichts Spezielles aufbauen. Ja, während der Hexer ja erstmal wieder auf seine Dots neu setzen muss, auf das Ed dann beim Ratespiel, dann wieder zurück zum Boss, der in der Zeit ja keinen Schaden bekommt. Und für mich ist einfach nur switchen und wieder ganz normal alles draufhauen. Für den BM weiß ich jetzt gar nicht, ob der auch irgendwelche Stapios aufbauen muss. Ich habe BM ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich gespielt. Ja, aber insgesamt hat ja alles soweit funktioniert und dass der sauber gespielt wird, das wiegt ja immer noch ein bisschen größer als Schaden. Klar braucht man einen gewissen Schaden, das streite ich gar nicht ab, um erfolgreich zu sein, aber lieber nicht sterben, Bossmechaniken richtig spielen und dafür eben ein bisschen DPS weniger, das ist aus meiner Sicht dann immer ein bisschen mehr wert. Es ist natürlich einfach gesagt, wo ich jetzt an der Spitze stehe, von Japan. Aber wie gesagt, ich habe es dann lieber, dass wirklich einer das dann sauber spielt und ja, Fehler passieren, das ist auch völlig klar, das kommt immer wieder mal vor, nichts läuft perfekt. Ja, aber dass man dann, wie gesagt, lieber wirklich guckt, alles gut runterzuspielen, bevor man eben durch irgendeinen Fehler ein Vibe oder irgendwas verursacht. So, jetzt haben wir hier Pride, dadurch, dass Labyrinth im Labyrinth jetzt noch nicht so geklappt hat, dass wir vor dem Boss noch Pride bekommen, das hätte natürlich noch ein bisschen geholfen, aber so ist jetzt auch nicht schlimm. Dann haben wir es eben für die nächste größere Gruppe. Und hier haben wir auch gut Platz, um ausweichen zu können. Muss eben nur aufpassen, dass man nicht zu weit drüber geht und dann auf einmal runterfällt. So, der Monk geht gleich vor. Nehmen schon mal hier das Zottelhorn ins Target, zwecks dem Kick von dem Schild, von dem Absorptionsschild. Weil ich mich gerade gewirbelt habe und das gar nicht hätte kicken können. Der Monk hat es jetzt gemacht und jetzt könnte ich noch als nächstes den hier kicken, wenn er kommt. Aber so lange lebt es gar nicht. So, kurz noch ein Stun für diese komischen Wespen, was auch immer. Ja, gern mal hier den einen oder anderen Spieler anstürmen, Gift verteilen. Sind nebenbei einfach nur nervig, aber hauen wir hier schnell runter mit Pride. Dann kommt wieder die nächste Gruppe, Zottelhorn wieder ins Target. Oder ihr könnt dann auch natürlich mit Fokus und Fokus Kick arbeiten. Klingsturm war ich diesmal noch nicht ready, also kann ich mich jetzt auch um das Schild kümmern, sofern es denn kommt. Da. Kick ist da. Flüchtige Säure. Das ist übrigens was, was man auch Spell reflekten kann, wenn man es mitbekommt, dass man einvisiert wird von den kleineren Mannen. Also von den kleineren, größeren Mannen, ihr wisst schon. Von denen, die machen ja diese flüchtige Säure, da ist es wieder. Und die kann man, wie gesagt, auch Spell reflekten und die geht sogar zurück zum Ed, sodass das dann auch noch ein bisschen Schaden bekommt. Aber vor allem hier den Schaden zu vermeiden, ist das Gute und das Wichtige. Also es gibt wirklich einiges an Fähigkeiten, nicht nur bei normalen Ads, wie gesagt auch bei Bossen, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, die durch Spell Reflect eben einfach zurückgeschmissen werden. Ja, und nutzt das, probiert es einfach mal wieder aus und wenn es nicht klappt, dass ihr das nicht zurückwerfen könnt, dann habt ihr trotzdem immerhin noch 20% reduzierten magischen Schaden. Also jetzt hier zum Beispiel auch, jetzt habe ich gerade anvisiert und habe keins ready, jetzt hier auch bei der Manifestation, zieht da ruhig immer wieder euren... jetzt war gerade blöd mit Wegrennen, weil ich Stolz hatte. Zieht da ruhig eure Zauberreflexion, weil die zwar jetzt nichts reflektiert von der Manifestation, aber ihr 20% weniger magischen Schaden, also sprich auch von diesem AOE, den er macht, ihr dann weniger Schaden bekommt. Und das würde ich jetzt Krieger immer empfehlen, das möglichst oft zu nutzen. Es hat einfach einen großen Cooldown und während ich jetzt gerade davon rede, nutze ich es jetzt wahrscheinlich gerade bei diesem Kampf hier gerade gar nicht. Ja, man muss sich natürlich immer selber daran erinnern, nicht wahr? Das auch mal zu nutzen. Jetzt hatte ich es dann auch noch genutzt, aber wie gesagt, da achtet darauf, das möglichst oft zu nutzen, die 25 Sekunden Cooldown oder was das hat, dafür immer wieder reduzierten Schaden zu bekommen oder einen Zauber zurückschmeißen zu können, das ist echt stark. Ja, und der Weg hier, das einzige Gefährliche sind wirklich bloß diese grünen Flächen auf dem Boden,
denn dass man bei den Zottelhörnern auf jeden Fall die Fähigkeiten kickt, damit der Kampf nicht zu lang dauert und eben ein bisschen Gifte bzw. Schaden, also eher für den Healer ein bisschen intensiver, aber für den Tank finde ich jetzt hier nicht mehr so schwer. Also da, wie gesagt, finde ich wirklich nur den Gang zum ersten Boss am schwierigsten oder am härtesten, was die Mobs angeht. Danach geht es eigentlich meiner Meinung nach. So, dann haben wir jetzt hier noch zwei Gruppen, müssen wir noch machen. Da ist wieder ein Zottelhorn dabei, dieses eher ein bisschen dunklere Ed, welches dann auch wieder das Schild und ihn hier macht. Da kommt das Schild gekickt und jetzt muss wer anders dann entsprechend den hier dann kicken, dass da genau passt. So, und dann haben wir es jetzt hier mit runtergehauen. Und nehmen noch da die nächste Gruppe. Ich glaube, er hat kurz überlegt, ob er die oben pullt, aber die dürften nicht reichen, beziehungsweise sind die beiden Patrouillen jetzt hier auseinandergegangen. So, dann mal wieder ein Zottelhorn dabei, das erstmal wieder fokussen, das Schild kicken. Dann sollte der hier auch wieder gekickt werden. Haben wir auch schön beide Rangler gekickt. Besser zwei Kicks als keiner. Und wenn das Zottelhorn weg ist, dann ja auch nicht mehr ganz so schlimm. Flüchtige Säure habe ich jetzt gestunt, weil ich auch gerade kein Zauberreflexion ready habe. So, und damit kommen wir zum letzten Stolz vor dem Endboss. Haben auch noch gut Zeit. Weiter geht's. Schon mal ein bisschen in Richtung Boss gehen. Und mal nachdem die Kugeln geschossen sind, erst dann ziehen. Ja, nicht, dass irgendwer sich noch bewegen muss und dadurch, jetzt habe ich versehentlich da oben anvisiert, das wäre es noch gewesen. Ja, nicht, dass wer sich dann auch nochmal dadurch mitbewegt, wenn man dann getroffen wird. So, jetzt könnte man jetzt eigentlich wieder ein Stück vorgehen, aber kann doch stehen bleiben. Passt. So, bebend aufpassen. Stolz fertig. Hero haben wir natürlich auch wieder ready. Auf geht's. Ruhig gleich die Cooldowns ziehen. Alles rein, was geht. Kingsturm möglichst noch ziehen, während Tolkien Knight läuft, damit man da den kritischen Trefferwert mitnimmt. Und jetzt hier einfach weiter alles reinhauen, in Fest den immer kicken, weil sonst ist einer übernommen und man muss den erst runterhauen, damit dann dieser komische Käfer runtergeht. Und Gedankenverbindungen immer weg von dem Spieler, der es hat. Wenn ihr schon seht, dass einer anvisiert wird, schaut einfach, wer das ist und dann läuft weg. So, dann hat man jetzt hier gerade das Verschlingen. Das geht jetzt natürlich alles recht schnell durch Hero und Pride. Da kommt wieder der Parasit. Der wird wieder gekickt. Und dann wieder weiter alles draufhauen. Ich überlege jetzt auch gerade, warum ich nicht gleich am Anfang meinen Würfel genutzt habe, aber gut. So, beschleunigtes Ausbrüten. Jetzt kommen natürlich die Ads. Versuche ich jetzt möglichst in der Nähe immer vom Tank zu stehen, dass wir die dann alle ja, gleichzeitig umhauen können. Aber natürlich immer aufpassen, dass man hier nicht von irgendwelchen Flächen getroffen wird. Parasit wieder kicken. Das ist mit das Wichtigste auch, dass der immer wieder gekickt wird. Weil wie gesagt, wenn einer dann übernommen wird, ist es doppelt schwer, weil der erstmal wieder rausgehauen werden muss. Und ja, das dann auch nur wieder unnötig in die Länge zieht. So, hier sieht man das manchmal ein bisschen schwierig. Muss man aufpassen, dass diese grünen Flächen einen nicht doch noch irgendwie erwischen, weil einer noch unter dem Boss lang fliegt. So, da kommt wieder Gedankenverbindung. Einmal wegspringen. Parasit wurde jetzt durch wen anders gekickt, noch schnell durch den Monk. Ich hätte es notfalls aber auch noch erwischt. So, die Ads werden gefeiert. Wie gesagt, hier sollte man dann möglichst, soweit es geht, immer zusammenrennen. Das ist natürlich jetzt mit bebend und dieser schicken grünen Fläche immer schwer. Da kommt wieder Gedankenverbindung. Ich stehe schon auf Range, kriege das nicht mehr ab. So, jetzt nochmal die letzten Hits. Macht er noch einmal Parasit? Nein. Ruft nochmal Ads. Und damit fällt er noch plus 2 und da seht ihr endlich den Erfolg, das Mount, alles geschafft. Ja, und dann bleibt mir nur wieder zu sagen, ich hoffe, dass ihr das eine oder andere wieder für euch mitgenommen habt, für eure Runs, vielleicht auch wenn ihr noch einen Krieger spielt, auch für den Krieger, sofern ihr nicht sowieso schon so weit seid mit eurem Krieger, was die 15er angeht. Overall, rechte Seite ist das Richtige mit 6,4k DPS, wobei der Beastmaster eben mit 6k DPS auch gut mitgehalten hat. Der Affliction Warlock hat natürlich hier das Nachsehen in den Gruppen, weil wir die ja doch öfter recht schnell runterhauen und er jetzt nicht so die Chance hatte, sehr viel Schaden zu machen, aber für einen Bossfight ist der natürlich auch nicht verkehrt. Seht ihr nochmal die Aufteilung, Toben, Verurteilen natürlich, Unterschlag, müssen später Klingsturm, Blutdurst fällt weit zurück, das Trinket hat sogar auch 3,2% ausgemacht, nicht schlecht. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich schon wieder abgeschwiffen.
Ich hoffe, eure Runs sind dann auch erfolgreich, dass ihr vielleicht, wenn ihr darauf hinarbeitet, auch noch beides Achievement habt, wenn ihr es nicht schon habt. Danke euch wie immer fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.